Ja, eine Möglichkeit, eine soziale Einstellung nutzen für die Arbeitnehmer und die Generierung von Liquidität in Einklang zu bringen, ist die Unternehmenskasse. Gelder, die üblicherweise an Versicherungen überwiesen werden oder weil Versicherungen weitläufig von Mitarbeitern als zu schlecht, als negativ behaftet gelten, überhaupt nicht für Altersvorsorge verwendet werden, sind über die Unternehmenskasse in betriebliche Altersvorsorge zu verwandeln, mit dem Vorteil, der Unternehmer bekommt erhebliche Liquidität, wenn die Gelder nicht an die Versicherung abgeführt werden, sondern im Unternehmen bleiben, im Unternehmen arbeiten, für einen Zinssatz, der irgendwo bei 2,25% liegt und die Mitarbeiter gleichzeitig eine großzügige betriebliche Altersversorgung bekommen, weil einfach 2 oder 2,25% bezogen auf 100% des Kapitals, also auf die 100 Euro zum Beispiel, die der Mitarbeiter umwandelt, eine wesentlich höhere Altersleistung und eine wesentlich höhere Ablaufleistung produziert im Vergleich zur Versicherung, bei der von 100 Euro vielleicht nur 70 Euro zur Verzinsung gelangen, beides durchschnittlich 14, 15 bis 20 Jahre dauert, bis das eingezahlte Kapital erst wieder vorhanden ist. Also die, aus meiner Sicht, diese Fehlkonstruktion der Versicherung, diese großen Defizite der Versicherung aus meiner Sicht, die erlauben den Unternehmer hier einen ganz großen Spielraum, die von vielen Unternehmen, vor allem Großunternehmen, schon seit vielen Jahren benutzt oder genutzt wird. Und was wir tun und was wir machen, ist es auch für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten.